Die Panikons feuern Angststrahlen auf mich. Wir werden alle draufgehen. Ich fürchte, der Essensreplikator ist noch an. Das Schiff könnte in Flammen aufgehen. Reißen Sie sich zusammen, Captain. Sie sind unser Anführer, also handeln Sie auch so. Tut mir leid, Brunch. Das war das Ergebnis des Angststrahls. Jetzt weiß ich's. Ich nutze die Thermalgranate. Was? Hey, was soll denn das? Oh, entschuldige, das war Spikes Idee. Er sagt, Space Heroes ist für ihn viel zu dumm. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass er immer nur mit dir abhängt. Echt witzig, Leo. Du hast ihn verärgert. Ich muss wohl den Boden mit deinem Gesicht aufwischen. Schon gut, Rav. Kühl dich ab. Dabei kann ich helfen. Dr. Frankenstreich schlägt wieder zu. Alter, du solltest gerade dein eigenes Gesicht sehen. Du siehst so wütend aus. Okay, Spike, diese Show wird dir gefallen. Sie heißt, kann Mikey wirklich so verbogen werden? Ah! Komm her, du Feigling! Du arbeitest wieder an dieser Seifenkiste? Das ist keine Seifenkiste. Das ist ein Geländepatrouillenbuggy mit abtrennbaren Seitenwagen. Alter, hat dir Splinters Training denn nicht schon gereicht? Du solltest dich echt mal etwas entspannen. Jeder von uns wird anders mit Stress fertig, Mikey. Ja, und so schaffe ich das. Tja, und so schaffe ich das. Ja. Du bist der nächste Leo. Dr. Frankenstreich macht Hausbesuche. Hey, hat jemand von euch hier eine echt leckere Pizza bestellt? Nein, verzieh dich. Sind Sie sicher? Ich meine, der Typ, der sie bezahlt hat, hat mir diese Adresse genannt. Oder war es eine Hausnummer weiter? Ich bin gerade so durcheinander. Oh, diese Pizza. Ja, das ist unsere. Zieht euch das rein. Pizza umsonst. Angelegt. Hoko no Kamai. Rev, Hoko no Kamai. Hokus Pokus. Schlimm genug, dass Splinter uns so viel trainieren lässt. Und du jetzt auch noch? Wir müssen weiter hart trainieren, weil wir zurzeit überhaupt keine Chance gegen Shredder hätten. Ja, und er wartet auf uns. Irgendwo da oben. Und er will uns vernichten.